Weil dann kaufen hier Leute schön ein. So, und dann kann ich hier nochmal, keine Ahnung, nochmal so derartige Wohngebäude hinsetzen. Ah nee, ich habe sogar einen Plan. Und hier kommt... So, da bin ich mal gespannt, was sich da hinsiedelt. Mal hier sind nur so einzelne Blobs. So, habe ich jetzt alles? Ich müsste alles eigentlich hier befüllt haben. So, muss ich mal ein bisschen vorspulen und schauen, wie das hier angenommen wird. Ach stimmt, die haben noch gar kein Wasser. So, jetzt haben die auch Wasser. So, und jetzt schauen wir mal, wie sich hier so die neue Gegend macht. Hier fährt keiner hier außenrum lang. Vielleicht weiß ich das später auch als unnötig, dann kann ich es wieder abreißen. Aber wir schauen einfach mal. Wie gesagt, hier kommen ja schon immer mehr Leute hin. Und hier unten habe ich jetzt auch mittlerweile alles wieder auf mehr oder weniger Null gesetzt. Müssen wir nur schauen, dass hier Leute schön einziehen und sich hier alles aufbauen. Auf dieser schönen hier kleinen Insel. Das Gebäude hier sieht doch echt ganz schick aus. Und auch hier dieses Beach Resort. So ein bisschen Hotel-Feeling, Touristen-Feeling. Eigentlich, wenn das hier Touristenfeeling ist, eigentlich müsste ich hier noch irgendwie sowas hier hinbauen. Ich würde es fast sogar reinbauen. Reinpassen, ne? Vielleicht auch was anderes. Könnte noch irgendwie einen kleinen Park hier reinsetzen. Aber das Gelbe vom Ei ist das ja auch nicht. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Insbesondere für Touristen. Ja, am ehesten ist ja hier diese Disco dann. Okay, dann setze ich hier nochmal so diese Disco rein. Ey, und noch ein... Ja, den kann ich auch woanders hinsetzen. Und hier nochmal einen japanischen Garten, so. Ich will mal schauen, ob da ein bestimmtes Gebäude kommt, weil ich hatte mir nämlich was runtergeladen. Und da weiß ich noch nicht, ob das da dann jetzt wirklich dann auch sich dann da aufbaut. Aber da sind ja drei, also müsste eigentlich mal was kommen. Ja, stimmt, das hier, ich weiß nicht, ob es in der Realität ein Hotel ist, das Gebäude hier. Aber was ist das da oben für ein Kreis? Ist das sowas wie ein Schornstein oder keine Ahnung? Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Was ist das hier? Ach, Restaurant Grauer Happen. Großer Happen. So, und jetzt kommt hier auch schön Sachen an Verkehr rein. Guck, und hier staute sich nämlich schon. Aber die können ja auch hier reinfahren, wie gesagt. Aber sie machen es nicht. Sie stellen sich hier lieber in Stau. Aber zumindest der Stau, dieser Early-Stau, der ist ja normal. So, was hier baut sich jetzt sogar schon alles auf. Boah, was sind das hier für Gebäude mit hier zwei Türmen dran? Krass.
Boah, und jetzt ist hier schon der Megastau, aber wir warten noch ab, wir schauen. Das ist ja nicht ganz ungewöhnlich. Boah, und das sieht echt... Mir gefällt das Gebäude hier. Wobei ich das Gebäude eigentlich vielleicht sogar für was anderes vorhatte. Kann ich hier nicht einen anderen Wolkenkratzer hinsetzen? Weil jetzt, wo ich sehe, wollte ich das nicht vielleicht doch für was anderes. Boah, was ist... Ich schaue hier nochmal den Wolkenkratzer nach. Ob man da nicht auch einfach das hier zum Beispiel hinsetzen könnte. Dann könnte ich die Universität leicht verschieben vielleicht. So, dann reiße ich den nochmal ab. Und baue... Nee, nicht das hier. Wo war es denn? Nee, nicht. Nee, war auch nicht der Tower 42. War es das hier? Das Ding hier hin. Stimmt, genau. Das hier ist hässlich. Also nicht hässlich, aber es ist... Was auch immer das ist. Das hier ist ganz interessant. Das ist ein Betonklotz, wo quasi hier Häuser... Und da oben ist ein Schwimm... Ist das Schwimmbad? Nee, ich kann es nicht genau erkennen. Das ist, glaube ich, kein Schwimmbad. So, oh, ach, und die Festung ist auch schön beleuchtet, das ist aber schön. Und Strom kriegen die jetzt genau... Ach, die kriegen über die Festung, ja, das ist ja perfekt eigentlich. So, jetzt schauen wir mal kurz Verkehrslage. Ja, die ist hier in der Mitte desaströs. Aber es will auch keiner. Alle wollen geradeaus. Es will, es nimmt auch keiner die Strecke hier. Die könnte man perfekt nehmen. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Man wäre sofort hier. Aber gut. Was soll's. Ist ja nicht meine Entscheidung. Oder ich baue das ganz... Moment. Ich habe vielleicht eine Idee. Und zwar kann ich in zwei spurige Straßen mit Bäumen theoretisch ja drehen. Ich schaue einfach mal, ob das wie das ankommt, was ich hier vorhabe. So, hier. Das gleiche hiermit. Es wird gedreht. So, und jetzt geht's nämlich hier runter. Und jetzt kann ich... Schau einfach mal, was daraus wird. Das hier mal drehen. Als quasi Ausfahrt benutzen. Boah, der Bogen da ist krass hässlich. Was ist das denn nochmal für ein extra Bogen, der da entstanden ist? Den mache ich nochmal anders. So. Naja, das passt schon. Ja, gut, das geht. So, jetzt ist hier zwar eine Ampel. Und dafür ist die Ampel hier weg. So, vielleicht bringt das was. Wir schauen mal. Wobei dann das hier jetzt nur noch geradeaus ginge. Aber in die andere Richtung.
So, wir schauen mal. Und dass die nach da abbiegen können, ich würde eigentlich wollen, dass die hier... Obwohl, eigentlich ist es egal. So, zumindest verteilt sie sich hier jetzt besser. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wie das Prinzip hier funktioniert, beziehungsweise ob es überhaupt funktioniert. Wir schauen nochmal Verkehr. Jetzt ist es insgesamt, okay, hier ist natürlich noch, wie gesagt, es kommen jetzt Unmengen an Leuten, die hier quasi in das Gebiet hier rein wollen. Aber das verändert sich ja auch noch. So, das ist das Gebäude, was ich meinte. Wisst ihr, was das hier ist, liebe Zuschauer? Wisst ihr es? Oh nein, jetzt wird's abgerissen. Das war von Naruto der Laden. Der... So, wir reißen nochmal alle drei ein ab, um es dann euch vielleicht in naher Zukunft nochmal zu zeigen. Das ist von Naruto. Nudelsuppenladen aus seiner Heimatstadt. Der ist ja immer Nudelsuppe, Naruto. Wie heißt die Heimatstadt? Ich habe so lange schon kein Naruto mehr gesehen. Wie heißt die Heimatstadt denn nochmal? Ich weiß es echt nicht mehr, sorry. Aber auf jeden Fall ist das dieser Nudelsuppenladen. So, wir schauen mal hier, ob hier schnell die Feuerwehr kommt, ob das Feuerwehrsystem funktioniert und die Feuerwehr ist schnell da. Es funktioniert. So, wie gesagt, hier staute sich jetzt natürlich, das wird auch noch seine Zeit noch so sein. Aber irgendwann wird es nachebben, wenn erstmal alle Leute eingezogen sind. Hier auf dieser Insel hier. Boah, die sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich sagen. Das passt, passt soweit. So, die können schön geradeaus fahren. So, jetzt staute sich ja ein wenig wegen der Ampel. Aber dann können sie wieder fahren. Schön, schön. Aber alle nehmen die hier zum Rausfahren. Warum nicht die? Ist doch eigentlich egal. Eigentlich kann man ja beide benutzen. Naja. Aber da fährt echt gar keiner lang. Ist das hier kürzer? Ja, gut, kann gut sein. Ach, wir beobachten das einfach nochmal ein wenig. So, und hier das Beach Resort. Was haben wir hier eigentlich? Okay, wir haben hier eine sehr kleine Rutsche und hier auch eine kleine Rutsche. Okay, hier ist Tennis-Teil. Hier sind ein paar... Okay, ist jetzt... Mir fehlen so ein bisschen die krassen Rutschen. Würden mir zumindest fehlen. Und hier ist auch schön. Der Angelsteg. Das Restaurant. Ach, jetzt ist eine britische Flagge, aber ist mir eigentlich auch egal. Warum fährt denn hier ein... Kann der nicht da lang fahren? Ah, diese Cheater, die fahren hier lang, um quasi der Einbahn... Nee, Moment. Stimmt, hier ist was falsch. Das hier muss doch auch eine Einbahnstraße sein. Moment. Und zwar komplett doch in die Richtung. Ich bin doch nicht blöd. Oder doch nicht. Ah ne, doch nicht, doch nicht. Das stimmt schon. Denn das ging ja von hier bis hier. Ja, okay, aber dann ist quasi die Straße zum Ausweichen ja unnötig, weil die können doch eigentlich auch direkt hier... Ja, ich sehe... Okay, ich verstehe langsam, warum sie es machen. Okay. Ist das auf der anderen Seite? Müsste es ja auch so sein. Ja, stimmt, da geht es bis hier. Genau, ja. Ist genau so... Was gibt's denn hier? Yakisoba Tasty Noodles. Oh, das schauen wir uns mal hier schön in Kamera an. Hier gibt es leckere Nudeln. Yakisoba Nudeln. Aber wir können ja sowieso mal hier ein bisschen... uns hier mal alles anschauen, was hier so für Läden und so sind. Was haben wir hier? Okay, alles mögliche an Einrichtungen. Scheint so. Hier auch nochmal Einrichtungen. Hier unten gibt es
gebrannte Bienen und was das ist, sieht nach einem... Okay, hier haben wir einen Haarschneider, einen Friseur und das sieht aus wie... Ah, die trinkt von der... Ah, das ist Werbung für irgendeine ein Cola-Getränk. Boah, schon krasser. Und hier haben wir auch nochmal irgendeine Cola-Getränk-Werbung. Das sieht nach einem Markt aus oder so. Hier Jubile. Jubile sieht irgendwie so nach einem... Drei Jubiles nebeneinander. Was wollen die mir erzählen? Das sieht irgendwie aus nach einem... Nach so einem normalen Aldi oder sowas. Sally's, keine Ahnung, was das ist. Candy's Bowling. Okay, das ist Bowling. Schön, schön. Und hier ist auch nochmal Werbung. Hier haben wir Werbung für ein Auto. Ah, die Nudeln. Might Watch, be safe, okay. Flaming Ring, okay, vielleicht ist es irgendwas zu essen, ein Essensladen oder auch nur irgendwie eine Disco oder sowas, weiß man nicht. Ah, schön, schön. Mir gefällt das Ingame. Ey, ich kann in so Ingame quasi Halbrealitäten so richtig versinken, auch in Yakuza. Irgendwie da in die Läden gehen und mir angucken, was da in den Läden verkauft wird, das macht mich schon irgendwie an. Big Bite, okay, hier gibt's Hamburger. So, jetzt schaue ich mal, ob sich hier... Ja, okay, hier entstehen jetzt quasi immer fertige Läden. Ja, gut, weil das ist nur Stufe 1 leider. Naja, egal. Schauen wir trotzdem mal weiter hier an. Was haben wir hier? Comics und noch irgendwelche Sachen. Und wir sehen schon, guckt euch mal an, wie viele Leute hier langlaufen. Das lohnt sich. Die Leute bewegen sich hier natürlich fort, weil von den Einkaufs das funktioniert. Das spart echt dann Unmengen an... An logischerweise an Verkehr ein, wenn die zu Fuß laufen. Schön, schön. Ja, soweit muss ich echt sagen, funktioniert es ganz gut. Und hier staute sich natürlich ein wenig, aber wenn wir... Ich will nochmal die Verkehrsansicht kurz schauen. Es geht. Nur noch das hier ist im Prinzip problematisch. No, sonst funktioniert es gut. Also im Prinzip ist dieses Planstadtgebäude hier echt gelungen. Wir müssen dem Ganzen natürlich auch noch einen Namen geben, also beziehungsweise erstmal einen Stadtteil zuordnen. So, ja, die Stromversorgung muss man eigentlich ehrlich sagen, gehört ja auch noch dazu. Die gehört quasi dem Stadtteil, so. Aber ist jetzt nicht wirklich, boah, jetzt ist das natürlich falsch. So. Na, ich kann es eigentlich auch, ist es ein bisschen übertrieben groß, weil eigentlich, Moment, ich radiere das hier kurzerhand nochmal weg. Hui. So, jetzt erstmal hier nochmal die Piers gut erwischen, so. So, weil eigentlich so gehört ja nur dann quasi hier das Gebiet mit diesen Wasserparks dazu. Und sonst eben, wie gesagt, ja, hier noch ein bisschen was, also die ganze Insel. Aber wie ich die Insel nenne, ich weiß es noch nicht. Ich belasse erstmal den Standardnamen und überlege mir da noch was. Oh, was haben die hier? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Was? Ja, aber hier steht eine Uni, müssen die mal arbeiten gehen. So, hier können wir noch mal dicht besiedeltes Wohngebiet reinpacken. Ich wollen da Leute einziehen. Auch mir gefällt, dass das mit den Wegen funktioniert, dass hier über Leute langlaufen. Hier ein bisschen weniger. Aber wahrscheinlich, weil auf der Seite auch weniger Leute wohnen. Oh Gott, was ist das denn? Okay, es ist aber anscheinend nur ein Bug, weil da fahren trotzdem Autos lang. Dann ignoriere ich es einfach mal gekonnt. Die Leute benutzen nur die Seite, nicht die. Hm, dann können wir das vielleicht mal in Zukunft abreißen oder mal schauen. Jetzt haben die hier auch nicht genug gebildete Arbeiter. Ja, dann müssen die... Moment mal. Wenn wir Bildung schauen. Grundschule ist gut. Oberschule ist auch gut. Oder muss ich eine zweite bauen? Wie gesagt, die hat eine Kapazität von... Ah.
Weiß ich nicht, ob wir eine zweite bauen müssen. Uni haben wir eigentlich auch da ja die eine stehen. Ich könnte hier noch eine hinbauen. Da mache ich einfach auch. Dann schauen wir einfach mal. Schaden kann es ja nicht. Ach, mir gefällt. Ah, ich bin jetzt schon ein bisschen froh, ey, dass mir dieser Stadtteil so gelungen ist. Will ich gerade gar nicht dran weiter rumwerkeln und bauen. Ich bin einfach froh, hey, dass ich hier so einen schönen Stadtteil gebaut habe. Die Gebäude sind fast auch alle voll quasi. Okay, bis auf hier die. Wobei die ja eigentlich mit allem versorgt sind, soweit. So, die, okay, die sind jetzt auch schon. Die sind jetzt auch schon voll. Also die wachsen dann schon noch. Dauert einfach ein bisschen. Schön, schön. Und hier die Festung gefällt mir auch. Hier oben drauf. Kann man besichtigen. Touristen oder so. Touristen hatte das. Besuch letzte Woche einer. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof, aber auch einer nur. 7. Einer, okay. Ja, hier fahren, das benutzen eher so die Fahrzeuge als Schleichweg. Wenn man mal ehrlich ist. Aber gut. Und wie sieht es mittlerweile so mit dem Allgemeinverkehr? Ja gut, jetzt sehen wir es auch schon, es funktioniert besser. Hier staut sich nicht mehr so arg was. Also es funktioniert, es funktioniert. Ich bin stolz drauf, ey, dass ich hier das so schön Bau gebaut habe. Die Umbauhöhen werde ich aber noch einen anderen Namen für geben. Wenn ihr wollt, dass diese Insel euren Namen trägt, dann schreibt einen schönen Namen in den Titel. Von mir aus euren Namen, aber dann irgendwas, was auch zu einer Insel passt. Also ihr könnt nicht einfach euren Nachnamen oder so jetzt nehmen. Also schon, wenn der irgendwie wie eine Insel klingt. Aber gegebenenfalls ändert es ein bisschen um, dass es passt zu so einer schönen Insel. Wir haben hier immer noch die Morning Ranch, also Seidels. Das ist halt das Privatreservat im Prinzip hier. Die Merlin Manor. Seidel City. So, jetzt können wir hier nochmal schauen, wie sich so diese Straße hier entwickelt hat. Okay, jetzt wird doch die Wert ab und an benutzt. Hier funktioniert es auch gut. Wie gesagt, krasser Verkehr insgesamt. Im Großen und Ganzen funktioniert es. Was so eine Stadt echt für einen Verkehr hat. Naja. Hier auch beim Strike City auch. Ja, ist schon nicht ohne. Ist schon nicht ohne. Aber gut, liebe Zuschauer. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.